Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video teste ich für euch eine Glättbürste für meine langen Haare. Wenn du gerade neu auf meinem Kanal bist, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst und auf Abonnieren klickst. Ist komplett kostenlos und wenn du Bock hast, jedes Mal benachrichtigt zu werden, wenn es ein neues Video gibt, dann klick gerne die Glocke an. Ich habe auch Instagram, gerne kannst du mir auch auf Instagram folgen. So, Leute, und jetzt starten wir mit einem ganz anderen Video mal. Wieso, weshalb, warum? Denn ich hatte vor kurzem ein Fotoshooting in Frankfurt. So, und da hat die Hair- und Make-up-Stylistin mir meine Haare fertig gemacht und sie kam mit einer Glättbürste um die Ecke, ja? Und bis dato, also bis vor 3 Wochen, kannte ich noch nicht mal eine Glättbürste. Ich wusste noch nicht mal, dass es eine Glättbürste gibt, ja? Und da habe ich mir gedacht, komm, ich bestelle mir das Ding mal bei Amazon und mal gucken, ob das wirklich was taugt. Denn ich sollte bei dem Fotoshooting nicht so komplett glatte Haare haben, aber auch keine lockigen Haare. Und deshalb haben sie das mit der Glättbürste gemacht und ich habe gedacht, komm, das mache ich jetzt mal selber. Guck mal, wie ich aussehe. Leck mich am Arsch. Ich komme gerade aus der Dusche. Ich lasse ja meine Haare aktuell lang wachsen und die Seiten sind auch echt sehr, sehr lang. Ich mache nochmal ein kurzes Video zu meinen Haaren, ein kleines Haar-Update. Aber an dieser Stelle geht es jetzt um die Glättbürste und ich habe mir folgendes Gerät gekauft. So sieht das Teil aus. Also eine Glättbürste, hier ist auch ein kleines Display drauf. Hier kann man dann sehen, was man einschaltet, also welche Stufen man einschaltet. Ich mache das Ding jetzt mal an. Ich hoffe, man kann es sehen, da steht jetzt 180 Grad drauf. Und ich mache jetzt mal ein bisschen weiter runter. Ich kann es gar nicht runter machen. Ja, super, was ist das denn? Ja, das ist der Vorführeffekt. Doch, jetzt geht's. Ich habe es auf 120 Grad runter gemacht. Als ich es angemacht habe, stand es auf 180. Ich habe es jetzt auf 120 Grad runter gemacht. Leg das mal kurz zur Seite. So, und ich werde jetzt meine Haare erstmal mal ein bisschen trocken machen. Mit dem Handtuch. Ganz entspannt. So, jetzt sind die Haare auf jeden Fall schon mal ein bisschen trockener. Jetzt nehme ich noch mal einen groben Kamm dazu, bevor ich jetzt anfange zu glätten mit der Glättbürste. Kämme meine Haare noch mal entspannt durch. Und jetzt geht es los. Noch nicht. Jetzt geht es erstmal los, dass ich mir einmal kurz ein bisschen Heat Protector, also Hitzeschutzspray, meine Haare reinhaue. Denn wie ihr wisst von meinen anderen Videos, man darf seine Haare niemals beanspruchen mit Hitze, bevor man kein Hitzeschutzspray in seinen Haaren hat. Also ich habe jetzt ein bisschen Hitzeschutz reingemacht. Schauen wir doch mal, ob das Teil irgendwas bringt. Also nach hinten zu bürsten geht, aber ich habe das Gefühl, dass die Haare dabei nicht so wirklich glatt werden. Oh, ich mache das Ganze mal nach unten hin. Ja, so sieht das eindeutig besser. Es dauert auf jeden Fall wesentlich länger als mit einem Glätteisen. Aber wir haben ja Zeit. Also wenn ihr die Haare so, wie ich das jetzt hier mache, glättet, einfach nach hinten striegelt, dann kriegt man die Haare irgendwie nicht so zwischen die Bürste. Deshalb ohne Spaß, Leute. Ich versuche das mal irgendwie wieder hinzukriegen hier. Haare nach unten. So, und dann bürsten. Hey Kackwurst, aufhören. Mein Hund knabbert gerade dieses Kabel an. Elmo, nein, nein. Elmo, willst du den Zuschauern noch kurz Hallo sagen? Komm. Elmo ist wieder am Start. Elmo, seine Haare haben wir waren gestern auch beim Friseur und haben Elmo seine Haare gemacht. Ne? Kleiner Mann? Aber deine Haare glätten wir nicht. Ja. Mein kleiner Engel. Aber jetzt kein Kabel anknabbern, okay? Leute, weiter geht's. Also Leute, es soll ja eigentlich so der Effekt bei einer Glättbürste sein, dass man schneller ist mit dieser Bürste als mit einem Glätteisen. Ist auf jeden Fall nicht der Fall. So, meine Haare, Leute, ich muss ja sagen, ja, ein bisschen glatter sind die Haare. Naja, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Justin Bieber Look, hi. Aber es funktioniert, Leute. Langsam, aber sicher, es funktioniert. Also ich glaube, so langsam, aber sicher, habe ich keinen Bock mehr. Ich bin schon bestimmt locker 10 Minuten jetzt hier dabei, meine Haare zu glätten mit der Glättbürste. Und es funktioniert, ja. Aber die Frage ist, wie schnell und wie gut. Also meine Haare sind jetzt aktuell für meine Verhältnisse schon sehr, sehr lang. Aber es dauert extrem lang, sich die Haare mit der Glättbürste zu glätten. Fazit würde ich sagen, wenn ihr jetzt da draußen, also ich könnte euch das Ergebnis mal anschauen. Ein bisschen wellig ist es immer noch, also es ist nicht so extrem glatt. So Leute, eine Glättbürste lohnt sich meiner Meinung nach nur, wenn ihr wirklich minimum schulterlange Haare habt.
Also bei mir hat es jetzt gerade echt extrem lang gedauert und ich bin hier schon ins Schwitzen gekommen mit dem Glätten. Und wie ihr sehen könnt, es hat was gebracht, auf jeden Fall. Aber es dauert meiner Meinung nach viel, viel länger als mit dem Glätteisen. Klar, man hat mit dem Glätteisen das Problem, dass man wirklich dann extrem glatte Haare hat und mit der Glättbürste hat man dann halt angeglättete Haare, so würde ich es mal bezeichnen, das ist, glaube ich, das Einfachste. Das Ergebnis ist aber, wie ihr sehen könnt, nicht wirklich komplett glatte Haare, sondern eher so ein bisschen angeglättet, aber ist okay. Allerdings dauert das Ganze halt echt sehr, sehr lange. Ich glaube, ich habe jetzt so 10 Minuten gebraucht, 10 Minuten geglättet und ich muss persönlich sagen, das ist für mich persönlich zu lange, um meine Haare zu machen, nur um sie zu glätten, weil jetzt kommt noch das Styling. Von daher geht es mit dem Glätteisen auf jeden Fall viel, viel schneller. Ich habe auch mal ein Video dazu gemacht, wie man seine Haare glättet mit einem Glätteisen. Packe ich auch in die Infobox mit rein oder hier oben oder irgendwo wird es eingeblendet. Das könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Ja, falls euch das Video gefallen hat, ja, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch einen Kommentar hinterlasst. Ansonsten könnt ihr meinen Kanal sehr, sehr gerne abonnieren. Es ist kostenlos und ich sage bis dahin, ciao.